Ich glaube, auch wenn man 10 Abrechnungsdamen nebeneinander hinstellt, jeder wird sagen, ich mache das besser, weil ich mache das so und so, ich mache das deswegen besser. Ich glaube, jeder macht es anders, aber ich für meinen Teil kann sagen, ich versuche, oder anders, ich muss halt am Ende des Tages, muss ich halt einfach mit meiner Arbeit fertig werden. Ich habe keine Zeit, da jetzt mich mit allen Kassen zu streiten und hier eine Stellungnahme und da eine Stellungnahme, sondern ich habe halt einfach durch die Vielfalt der Praxen habe ich halt meinen Weg, wo ich weiß, okay, ich rechne das und das ab und ich komme trotzdem an die Summe, die unten rechts steht. Und ich glaube, das ist ja ausschlaggebend. You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman is a speaker, Amazon bestseller author, and multi-entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxman's Lean Orthodontics. So, hallo liebe Leute, heute wieder eine Interviewfolge und wie ich gerade schon euch gesagt habe, heute ist bei mir die Tamara Meyer von 4KFO Abrechnungsservice, 4KFO geschrieben und Abrechnungsservice sagt eigentlich schon, worum es geht. Erstmal herzlich willkommen Tamara, schön, dass du da bist heute. Hallo zusammen. Ja, das ist eine Folge, die dreht sich um das Thema Abrechnung. Darum besonders die deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer bitte ganz besonders aufgepasst, weil das ist natürlich super spannend. Aber die anderen nicht abschalten. Wir werden auch noch drauf kommen. Auch für Österreich und Schweiz gibt es da ein paar interessante Hinweise. Also bleibt dran. Und wenn ihr sonst woher, ich habe auch welche aus Indien, USA, Kanada, Alaska, keine Ahnung, Israel, Schweden und so weiter, die zuhören. Und wenn ihr Deutsch sprecht und hier mit dabei seid, seid auch herzlich gegrüßt natürlich, wie immer, zu diesem Podcast. Also, liebe Tamara, vielleicht erzählst du so ein bisschen einmal, so was sind so deine Schwerpunkte, die du so machst? Also, wir machen Abrechnung für Kieferorthopädie. Eigentlich ausschließlich Kieferorthopädie, deswegen auch der Name 4KFO, das war so ein Wortspiel und wir sind einfach spezialisiert auf kieferorthopädische Fachpraxen und wir betreuen die Praxen sowohl intern oder eigentlich eher mittlerweile ausschließlich extern. Intern ist nicht mehr möglich, weil wir einfach in den letzten Jahren viel an Volumen zugenommen haben. Es ist so, dass wir uns per Ferneinwahl, per VPN oder es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, uns draufschalten und dann anhand der Tagesprofile die Tage abarbeiten. Wir kontrollieren sozusagen die Tagesprofile, wir erstellen daraus einen Tagesreport, wo der Kunde dann, also die Praxen dann eben einfach detailliert eine Aufschlüsselung von uns bekommen. Hier folgende, also fehlende Einträge, dann die Patientennummern aufgelistet oder wenn wir jetzt sehen, dass ein Nachantrag fällig, das würden wir dann auch mit übernehmen, natürlich immer, wenn das gewünscht ist vom Kunden, also das wird auch immer im Vorfeld abgesprochen. Wir weisen darauf hin, wo eine Verlängerung fällig ist. Wir weisen darauf hin, wo Diagnostiken fällig sind. Also wir sehen das halt einfach aus einem anderen Blickwinkel als wie die in der Praxis. Und das hat sich eigentlich ganz gut eingespielt und etabliert. Und ich glaube, durch die Digitalisierung ist eigentlich alles möglich. Also wir betreuen auch Praxen, also bundesweit. Wir sind in Hamburg tätig. Wir haben mit allen KZV zu tun. Also es ist ein sehr großflächiges Aufgabenspektrum. Das finde ich total spannend und es reden ja ganz viele über Homeoffice und so weiter. Wir machen es schon mal zum Beispiel schon seit Jahren, dass meine Abrechnungsmitarbeiterinnen aus meiner eigenen Praxis, dass die auch in der Homeoffice schwerpunktmäßig arbeiten. Manche wollen das vielleicht sogar gar nicht, die wollen lieber vor Ort auch mal sein und sich auch mal abzusprechen und so ein bisschen sozial eingebunden zu werden. Das ist natürlich eine spezielle Aufgabe bei hybriden Tätigkeiten, die man heute hat. Wie kann man dann sich auch gut miteinander verbinden? Wie kann man so dieses Teamgefühl behalten? Wie ist das denn so, wenn man von vornherein quasi ein externer Dienstleister ist? Da ist man dann vermutlich komplett im Hintergrund, oder? Wie läuft das? Also das ist ganz unterschiedlich. Das hängt immer davon ab, wie gesagt, was gewünscht wird von den Kunden, von der Praxis. Es ist schon so, dass wir eigentlich vermehrt mit der Rezeption kommunizieren, weil oftmals müssen uns ja auch Dinge zugespielt werden oder
Ja, so Kleinigkeiten. Aber wenn jetzt eine Rechnung moniert wird seitens der Versicherung und ich brauche natürlich das Schreiben, weil ohne das Schreiben kann ich nichts machen. Ja, das heißt, dann würden wir natürlich schon kommunizieren, also entweder per E-Mail oder per Telefon. Das ist auch immer nach Absprache. Und dann wird einfach Dinge, die wir benötigen oder Fremdlaborbelege, das ist auch immer wieder so ein Thema. Wenn die Sachen nicht eingescannt sind in der Dokumentation, dann können wir nicht arbeiten. Also wir sind einfach darauf angewiesen, dass halt möglichst alles dokumentiert und eingescannt wird, sodass wir von extern einfach auf alles Zugriff haben. Also daher ist es schon so, dass es das so ein Miteinander ist und oder jetzt auch, wenn es zur Quartalsabrechnung hingeht, dann, wenn wir die Fehlerlisten kontrollieren, dann werden eben so Protokolle erstellt, hier fehlen die Stammdaten oder hier fehlt die Briefanrede oder hier fehlen folgende Versichertenkarten. Also das sind so Dinge, dann sind wir natürlich schon, also das ist schon ein Miteinander und funktioniert eigentlich auch nur so, tatsächlich. Also wenn wir jetzt nur von extern arbeiten würden, blind, ohne Kommunikation, ohne, das wird gar nicht gehen. Und das ist eigentlich auch meine Philosophie. Also ich mag das, ich möchte auch immer die Leute kennenlernen, damit ich halt auch weiß, jetzt auch speziell jetzt die Rezeptionistin, ja, wie tickt die oder wo kann ich noch helfen? Wenn ich mit den Leuten nicht kommuniziere, dann weiß ich das ja auch nicht. Ja, dann ist das einfach nur so ein blindes Arbeiten und ja, also das ist jetzt nicht so meine Philosophie. Finde ich total spannend. Und spannend daran finde ich auch immer, gerade wenn man Aufgaben outsourced, ich habe ja schon mehrmals eine Folge über das Thema Delegation gemacht. Und gerade das ist natürlich auch ganz spannend, wenn man dann jemanden hat, der im Hintergrund mehr oder weniger arbeitet und dann im Notfall natürlich dann miteinander kommuniziert, ist natürlich auch die Aufgabenverteilung super wichtig und dass man sich wirklich gut abstimmt, wer macht was, wann, wie genau, damit keiner enttäuscht ist oder überfordert wird oder sonst irgendwas. Und gerade auch da im Bereich der KFO habe ich festgestellt, durch die vielen Praxen, die ich auch so selber ja betreue, im Bereich Coaching und so weiter, alleine bei den Eintragungen in der Karteikarte kann es natürlich manchmal sehr abenteuerlich sein, herauszufinden, was jetzt da konkret gemacht wurde und abgerechnet werden soll. Was hast du da für Erlebnisse vielleicht schon mal gehabt oder wie ist das so bei euch, Tamara? Also ich habe jetzt einfach, also ich habe ja sehr viele Bewerberinnen auch, die jetzt Quereinsteiger oder vom Zahnarzt kommen und ich muss sagen, also ich bin jetzt inzwischen aufgrund dessen, dass jetzt auch die Personalsuche, also ja, es ist einfach leider kein Fachpersonal mehr da, also muss man jetzt gucken, wenn sich jetzt die Mitarbeiter bewerben, wenn es jetzt jemand aus dem Zimmer ist, finde ich gar nicht so schlecht, weil die Damen, die aus dem Zimmer kommen, ich meine zum einen, die kann man sich noch so ein bisschen hinschleifen, ja, das, die Abrechnung zu lernen ist ja, ich sage jetzt mal, kein Kunstwerk. Natürlich, klar, muss man die Zusammenhänge verstehen und so weiter. Aber wichtig ist eigentlich der Ablauf im Zimmer. Und wenn ich jetzt Karteikarteneinträge habe, wie zum Beispiel, ja, häufig, kommt sehr häufig vor, Band 1626 zementiert. Okay, rechne ich ab. Aber dann gucke ich mir die Karte an und denke mir so, okay, aber wann wurde denn separiert? Ja, okay, dann komme ich vielleicht auf die Idee, Terminplaner nachzugucken, wann waren die letzten Termine? Und dann fällt mir gleich auf, okay, da ist einfach ein Termin nicht dokumentiert worden. Oder wenn ich jetzt anhand den Terminplaner nichts nachvollziehen, also viele haben ja auch so einen externen Terminplaner, dann würde ich einfach anfragen, wann wurde separiert, ist nicht dokumentiert oder also einfach so in meinen Tagesreport mit rein, bitte klären, wann wurde bei Patient so und so gesappt, ja, das sind so Sachen, oder jetzt Spange eingesetzt und da steht jetzt nicht im Vortermin Abdruck oder Scan, ja, dann würde ich auch anfragen, wann wurde denn ein Abdruck gemacht, ja, oder wurde das am gleichen Termin gemacht, und das sind halt einfach so Punkte, wenn wir Damen, also Quereinsteiger haben, deswegen sage ich auch eigentlich immer, das bringt nichts, weil das ist einfach schwierig, wenn die Abrechnung selber machen. Klar, man kann die Abrechnung kontrollieren, natürlich, aber man muss halt einfach die Behandlungsabläufe auch verstehen. Also man muss das einfach, ja, man muss einfach mal mit im Zimmer gewesen sein, damit man perfekt abrechnen kann und halt eben auch als Außenstehender, ich meine, ich bin ja nicht in der Praxis, damit ich einfach nachvollziehen kann, okay, da ist kein Zusammenhang da, da muss ich nochmal nachfragen, da fehlt was. Böse Zungen würden jetzt sagen, im Prinzip hast du doch sowieso nur Kunden von denen, die keine Ahnung von der Abrechnung haben und die das selber nicht können. Stimmt das Vorurteil? Nein, definitiv nicht, nein. Nein. Also es sind schon viele dabei, die nicht so viel Ahnung haben, ja, aber es sind schon auch wirklich viele dabei, die gucken und dann halt schon auch mal fragen, wieso hast du denn da eigentlich nicht eine E1 abgerechnet? Ja, wäre doch möglich gewesen. Also ja, doch.
Das ist ein ganz spannendes Thema auch wiederum, was finde ich. Was für Praxen generell interessieren sich denn dafür, tatsächlich outzusourcen? Sind das eher so kleine Ein-Zwei-Mann-Betriebe sozusagen oder sind das auch wirklich die ganz großen Praxen, die sagen, nee, eigentlich, wenn wir konsequent unsere Skalierung weiter durchführen, dann müssen wir auch sagen, dann nehmen wir lieber ein Team von Abrechnungsexpertinnen, statt dass wir da immer selber das Gefuddel haben. Wie ist das so? Was glaubst du, wie entwickelt sich da gerade die Kieferorthopädie? Also ich glaube eben tatsächlich, dass aufgrund des Personalmangels viele outsourcen, ist so. Also ich merke es auch anhand der Anfragen. Wir haben sowohl kleine als auch große, also am liebsten sind mir natürlich so die, ich nenne das jetzt mal Ketten, ja, also so MVZ oder ÜBAX, das sind natürlich, weil da die Masse, ja, das ist halt, da kann ich dann, selbst wenn ich eine Vollzeitkraft einstelle, da weiß ich, okay, die ist zumindest mal den ganzen Tag mit der Praxis beschäftigt, ist für mich natürlich einfacher, die Einarbeitung zu gestalten und halt dann auch die Nachkontrolle, als wie wenn es jetzt mehrere kleinere Praxen sind, ja, also, aber ich muss sagen, die Anfrage ist sowohl groß als auch klein, also tatsächlich auch, ich meine, ja, Neugründer, ja, ist jetzt auch am Kommen, also dass die Neugründer einfach direkt anfragen und einfach, weil die ja so Themen wie Begründungen, Steigerung der Faktoren oder wie schreibe ich meinen Plan oder was kann ich hier in der Region verlangen? Das kann halt, ja, ich behaupte jetzt mal eine Dame, die ein bisschen Abrechnung macht, die kann das halt einfach nicht 100% beantworten. Ja, da ist dann eher so, da muss man sich dann eher so ein bisschen auf das Gefühl vom Arzt verlassen und meistens ist es aber so, dass die Ärzte eigentlich gar kein Gefühl dafür haben, was sie verlangen können. Das ist ein interessanter Punkt einmal. Gerade natürlich für neue Gründer ist das sicherlich so und gerade auch, sag ich mal, ich kenne das ja selber noch von mir. Ist zwar schon ein paar Tage her, dass ich mich selber niedergelassen habe, aber wenn man jetzt in irgendeinem KZV-Bereich selbst gearbeitet hat, in irgendeiner bestimmten Praxisstruktur und dann macht man sich selbstständig, dann weiß man schon, einige Prozesse, die werden vielleicht anders ablaufen, als man es vorher gemacht hat. Dann ist man in einer anderen KZV. Und dann gerade einmal für die Neugründer unter euch, die das jetzt überlegen, eins wird auf jeden Fall passieren, das ist das Gesetz der KZV und der Krankenkassen. Ihr werdet erstmal mit Gutachten überhäuft werden, wenn ihr neu niedergelassen seid, damit ihr erstmal eingenordet werdet und ihr werdet auch die ein oder andere Wirtschaftlichkeitsprüfung relativ zügig bekommen, damit erstmal klar ist, dass es soweit läuft. Und jetzt ein politischer Seitenhieb vielleicht. Ich hoffe, das endet nicht darin, dass ich direkt auch wieder zur Wirtschaftlichkeitsprüfung mache, aber ist mir egal, weil ich das sowieso schon so oft war, das stört mich nicht mehr. Aber wenn ich dann sage, die sagen dann, ach, dann hat er wieder so ein netter Gutachter angerufen, der wollte mit mir kollegial sich unterhalten. Es ist so, es gibt tatsächlich Gutachter, die sich kollegial unterhalten. Es gibt aber auch sehr viele Gutachter, die wollen sich nicht kollegial unterhalten, sondern die wollen sich nur selbst zuhören und ihre Meinung durchdrücken. Da muss man so ein bisschen aufpassen als junger Kieferorthopäde oder junge Kieferorthopädin. Und da ist es tatsächlich gut, wenn man jemanden mit Erfahrung im Hintergrund hat. Wie sind deine Erlebnisse da? Ja, also jetzt nochmal zum Wirtschaftlichkeitsprüfung, 100 Fallstatistik und so weiter. Also da, ich habe ja zu Beginn meiner Selbstständigkeit, ich habe gedacht, ich weiß alles, ich kann sowieso alles, ach. Und dann kamen so die ersten Regresse und so weiter und ich dachte mir, oh mein Gott, ja. Also da, ich habe wirklich schlaflose Nächte gehabt, weil ich mir dachte, ach Mist, wie erkläre ich das jetzt? Ja, ich meine, ich als selbstständige Abrechnungskraft, ich muss sowas wissen. Naja, und jetzt durch die, ja klar, man sammelt halt natürlich Erfahrung und aus jeder Praxis nimmt man sich auch immer was Positives mit. Ja, also es ist immer so ein Lernen. Also du lernst von mir und ich lerne von dir. Ja, und aus jeder Praxis muss ich sagen, ich habe mir immer irgendeinen Baustein mitgenommen, der mich jetzt heute dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Und das war jetzt auch Thema 100-Fall-Statistik. Ich gebe natürlich auch mal eine 129 BEMA oder eine BEMA 125 ein bei Reparaturen. Aber heute weiß ich einfach, dass ich zum Ende mir nochmal, also bevor ich die Abrechnung rausschicke, nochmal einen Durchlauf mache und mir einfach mal diese Statistik anschaue. Ja, ich meine, wie liege ich denn mit dem Durchschnitt? Bin ich komplett aus dem Rahmen? Ist das gerechtfertigt? Nicht. Also zur Not würde ich dann auch wieder ein paar Positionen rausnehmen. Also das ist halt so ein Überprüfen dieser Statistik, damit man halt eben auch einfach nicht so viele Nachfragen hat. Weil oftmals jetzt auch zum Beispiel bei der Position 105, das steht gar nicht in Relation, wenn bei einer Prüfung dann 5-6 Stunden da sitze und alle Karteikarten ausdrucke, alle Namen zu jedem Patienten was dazu schreibe, das steht überhaupt nicht in Relation mit dem, was die KZV dann letztendlich einzieht. Ja, also das ist so, das habe ich gelernt und Thema Gutachten, ja, das ist, ich habe so meine eigenen, also wenn ich von den Praxen, also oft ist es ja so, die Aufgabenaufteilung, Arzt schreibt klar, ich kontrolliere die Leistungen und ergänze und ich habe da so meinen eigenen Stil und
Ich werde oft gefragt, ja, aber wieso machst du das so? Wieso machst du da nicht ein bisschen weniger? Dann geht es auch nicht zum Gutachter. Naja, meine Rede ist dann, naja, wenn es zum Gutachter geht, der streicht sowieso was, dann streicht er halt zumindest zwei Bögen. Ja, also das ist jetzt, vielleicht ein bisschen blöd gesagt, aber es ist tatsächlich so. Und meistens habe ich recht. Also ja, auch bei den Material- und Laborkosten. Das ist jetzt, natürlich unterscheidet das je nach Bundesland, aber ich kann jetzt, also ich spreche jetzt von Bayern, da weiß ich, AOK Bayern, das ist einfach ganz schwieriges Thema, lieber weniger ansetzen, weil das geht einfach ansonsten zum Gutachter. Also da weiß ich, wenn ich jetzt im Leistungskampf stehe, also bei den Geräten stehen habe, Bio-Multiband-Retensionsgeräte, wenn ich da über 700 Euro beantrage, bin ich draußen. Das ist so. Das geht zum Gutachter und dann wird einfach, es wird einfach pauschal gestrichen. Das ist ein super, super Thema. Da gibt es im Prinzip nämlich auch so ganz interessante Anknüpfungspunkte. Es gibt so, sag ich mal, Abrechnungsexpertinnen und auch einen sehr bekannten Abrechnungsexperten in Deutschland, die sehr gerne Kurse auch dazu anbieten, die auch sicherlich qualitativ extrem hochwertig sind. Also wenn sich jetzt jemand gerade aufgedeckt fühlt, es ist positiv gemeint, erstmal, das sind super Kurse, die es da gibt. Aber ein Punkt, den höre ich immer wieder von anderen Kolleginnen und Kollegen und habe ich selbst auch bitter zu spüren bekommen als junger Niedergelassener mal. Es wird dort teilweise in diesen Kursen sehr viel versprochen, was sich toll anhört, wie man seinen Umsatz steigern kann durch die dollsten Abrechnungsmöglichkeiten, die aber genau dort enden, wo du es gerade gesagt hast, nämlich ständig Gutachter, ständig Beschwerden von Privatpatienten, ständig Regresse, Wirtschaftlichkeitsprüfungen hin und her und man denkt, ich war doch in dem Kurs und der hat doch gesagt, das ist gar kein Problem und dann kann ich ihn ja auch als Mediator da hinzuziehen oder die Abrechnungsdame, die das so gemacht hat, die sagt, ach, das geht alles, ist überhaupt kein Problem und jetzt stehe ich hier und habe dauernd nur Ärger. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ihr habt dann ein bisschen mehr einen konservativeren Ansatz, der mit den Füßen so auf dem Boden quasi dann ist. Ja, also will es vielleicht auch nicht jeder hören, aber tatsächlich ja, weil es bringt einfach nichts. Und wie gesagt, die Zeit, die man danach da sitzt, ich meine, wir haben ja auch einen Stundensatz, ja, das steht nicht in Relation, das ist so. Und ich bin der Meinung, man kann ja, anderweitig sich diesen Puffer dann reinholen. Ja, es ist einfach, viele Wege führen nach Rom. Deswegen muss ich nicht bei manchen Dingen immer aufs Ganze gehen und Teufel komm raus, sondern das ist ja auch bei der GOZ, das ist einfach ein Spielen mit den Positionen. Ich habe beim letzten Kurs, wo ich war, also auch ich besuche Kurse, ich gebe selber Kurse, aber besuche auch gerne Kurse. Und da wurde gesagt, für intraorale Gummizüge, die also 61,60, also intraorale Verankerung, ja, wo ich mir gedacht habe, ich meine, wie kann man sowas bei einem Kurs sagen? Also das ist, natürlich machen das alle, die Ärzte finden das alle toll, bitte umsetzen, weil bringt jede Menge Geld, aber ich finde, wenn ich was abrechne, also ich gehe schon bei GOZ auch immer aufs Ganze, ja, aber ich finde, ich muss es dann auch erklären können. Wenn ich etwas nicht erklären kann und eine intraorale Verankerung bei einem Gummizug, das kann ich nicht erklären. Wie soll ich denn das erklären? Also mache ich das auch nicht, ja. Also deswegen, ich finde, das macht mit Sicherheit jeder anders und ich glaube auch, wenn man 10 Abrechnungsdamen nebeneinander hinstellt, jeder wird sagen, ich mache das besser, weil ich mache das so und so, ich mache das deswegen besser. Ich glaube, jeder macht es anders, aber ich für meinen Teil kann sagen, ich versuche, oder anders, ich muss halt am Ende des Tages muss ich halt einfach mit meiner Arbeit fertig werden. Ich habe keine Zeit, da jetzt mich mit allen Kassen zu streiten und hier eine Stellungnahme und da eine Stellungnahme, sondern ich habe halt einfach durch die Vielfalt der Praxen habe ich halt meinen Weg, wo ich weiß, okay, ich rechne das und das ab und ich komme trotzdem an die Summe, die unten rechts steht. Und ich glaube, das ist ja ausschlaggebend. Absolut. Also das ist total schön, wie du das so formulierst. Finde ich auch sehr, sehr sympathisch und richtig. Das ist natürlich auch ein Problem, was wir immer wieder haben in der Kommunikation auch mit Patienten, dass wir dort auch irgendeine Klarheit dann haben müssen. Es gibt ja so viele Beispiele dafür. Es ist zum Beispiel, wenn ich dran denke, diese Problematik zum Beispiel mit den unterschiedlichen Brackets, die wir in Deutschland haben. Und dann kommt da eine individuelle Begründung mit einem individuellen Schwierigkeitsgrad für den Patienten. Was weiß ich, wegen Drehungen, Drehständen, sonst irgendwas, wird der Faktor auf 3,5 hochgesetzt. Dabei weiß jeder, der Patient, jeder aus der Praxis, der 3,5-fache Faktor wurde angesetzt, weil es ein höherwertiges Bracket-Material ist und nicht wegen irgendwas anderem. Und das sind dann schon so Punkte auch, wo ich mich dann manchmal frage, als Arzt auch,
wie soll ich denn jetzt überhaupt mein Standing in der Bevölkerung sinnvoll halten können, wenn ich da schon mit solchen Tricks arbeite und die dann auch noch so kommuniziere? Das ist doch klar, dass dann irgendwelche dann auch sagen, ja, der macht ja eh, was er will. Genauso argumentiere ich auch mal, ich weiß nicht, wie ihr das seht, kannst du gleich was zu sagen. Wir kennen ja diese Tauschgeschäften, gerade von den Beihilfen auch. Ja, rechnen Sie doch nicht die Röntgenposition ab, rechnen Sie doch lieber die und die Röntgenposition ab. Da muss ich dann auch sagen und argumentiere ich persönlich dann auch gegenüber dem Patienten, dass ich sage, nee, also das ist jetzt kein Tauschhandel, sondern ich habe die Leistung erbracht, die rechne ich jetzt auch ab. Nur weil die Krankenkasse oder die Versicherung jetzt meint, 1 Euro sparen zu können und jetzt soll ich irgendeine andere Position da nehmen, kann ich jetzt nicht machen, weil das habe ich ja nicht gemacht. Verstehe ich nicht. Hast du auch solche Diskussionen mit den Ärzten und Ärztinnen teilweise? Oder? Ach ja, immer wieder. Also auch jetzt speziell Beihilfe ist ja echt schwierig. Also wir haben ja 17 Beihilfestellen in Deutschland. Ich hoffe, das sind noch 17. Ich glaube, ja. Und die haben ja alle andere Regeln. Das ist unglaublich. Also die Beihilfe Nordrhein, ganz grausig. Also muss ich wirklich sagen, ganz furchtbar. Also was man da alles nicht abrechnen darf und also auch Dinge, wo ich sage, verstehe ich nicht, ja, also blödes Beispiel, Position 0050, ja, Abdrucknahme, ich meine, wieso darf ich denn die Leistung nicht abrechnen, wenn ich die erbracht habe? Das ergibt für mich keinen Sinn. Und wenn ich aber dann eben, ich weiß, Beihilfe Nordrhein, gut, dann nehme ich halt eine EB-Position. Ich sage jetzt, ich nenne jetzt keine Ziffern. Ja, die geht dann durch. Also das ist halt oftmals, ich weiß nicht warum, ich meine, muss man jetzt auch nicht verstehen. Ich meine, auch die Bayerische, da ist es ja auch so, ja, die zahlen zum Beispiel die Attachments nicht. Ja, also die 6600 wird nicht bezahlt. Gut, dann rechne ich die analog ab, wird es auch nicht bezahlt, dann bekomme ich ein Schreiben von der Beihilfe, ja, dann doch bitte die 6100, aber mit dem 1,8-fachen Satz. Ich meine, ja, es ist halt widersprüchlich, ja, wenn man ein bisschen kontert und sich halt dann doch mal die Mühe macht und mal was schreibt, dann kommen, also dann geht es ja doch, ja, es ist halt immer so ein Arbeitsaufwand und ich glaube, das Problem ist, dass viele Praxen entweder die Kapazitäten nicht haben oder einfach vielleicht auch nicht die passenden Worte haben, was zu schreiben und deswegen kommen die oftmals durch und deswegen sind die halt auch so verbissen und kürzen viele Leistungen. Ja, Beihilfe ist nach wie vor ein Thema und 17 Beihilfestellen, das sind ungefähr 16 zu viel. So viel kann man vielleicht einmal festhalten. Ihr Österreicher, Schweizer, seid froh, dass ihr so einen Käse nicht habt. Aber gut, ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, die aber auch die Praxen wirklich echtes Geld kostet und euch als Abrechnungsfirmen natürlich auch dann die Zeit raubt. Ich würde auf ein ganz anderes Thema einmal noch mal kurz eingehen. Und zwar, du hast vorhin gesagt, einmal, ihr schaut in den Karteikarten nach. Einmal würde mich mal interessieren, mit welchen Programmen arbeitet ihr denn jetzt hauptsächlich dort, weil ihr ja auch auf Kieferorthopädie spezialisiert seid. Und noch ein ganz interessanter Punkt, den du vorhin so im Nebensatz erwähnt hattest. Ihr sagt, viele haben auch so Planungs- oder Terminbuchungstools, die jetzt nicht mehr in der Software verankert sind. Vielleicht gibt es da mal so einen Abriss. Was läuft denn da so gerade in den Praxen? Also wir betreuen tatsächlich ausschließlich Praxen mit der Software von Computer Konkret, Evoris. Und zwar, das ist, ich habe zu Beginn meiner Selbstständigkeit, habe ich mir gedacht, ach, ich nehme alles. Ja, wäre ja auch schön, mal andere Programme kennenzulernen. Habe ich dann auch gemacht. Aber ja, es ist tatsächlich die besten auf dem Markt momentan. Und ich glaube, es wird auch noch eine Weile so sein. Das ist Evoris. Mit den Kalendertools, da ist es so, also ich kenne mich jetzt da gar nicht so ins Detail aus und ich finde es auch blöd, manche Praxen haben eben externe Kalender und es sind aber meistens die, die mehrere Standorte haben. Nur für uns als externe Abrechnung ist es insofern blöd, weil ich kann nicht nachvollziehen, ob ein Eintrag fehlt. Weil normalerweise, wenn das mit dem Terminplaner verknüpft ist und ich gehe über ein Tagesprofil, mache einen Durchlauf, dann sehe ich ja überall, also man kann das ja einstellen unter Programmeinstellungen und dann kann ich eben nachvollziehen, Patient hat einen Termin, ist aber nichts eingetragen worden. Und das kann ich halt dann nicht. Also da muss ich mich, also da muss man sich tatsächlich 100% darauf verlassen, dass wirklich bei allen Patienten Einträge gemacht worden sind. Ansonsten kann man da keine Nachkontrolle machen. Das ist nicht möglich. Genau, und die Tagesprofile, also wie gesagt, das hat sich einfach bewährt. Also ja, das ist, wenn Sie jetzt einen Eintrag machen, mit Mutter telefoniert, ja, und Sie machen den Eintrag nicht fertig. Egal, was eingegeben wird in der Karteikarte, egal, ob der Patient einen Termin hat oder nicht, das erscheint im Tagesprofil. Selbst wenn ihr nur ein Rezept mitgegeben habt oder eine Versichertenkarte eingelesen wurde, weil der Patient die gestern vergessen hatte. Also das ist wirklich alles dokumentiert. Das sind so Dinge, das ist super. Es kann halt nichts hinten runterfallen.
Perfekt. Das heißt also, ein einheitliches System ist da das Einfachste. Und das finde ich auch wieder schön, wenn man dann auch eine gewisse Lean-Arbeitsweise dann hat. Das ist ja mein Stichwort, ne? Lean Orthodontics. Heißt natürlich auch, wenn man jetzt 200.000 verschiedene Abrechnungssoftwaren hat und mit den allen arbeitet, dann bleibt entweder die Qualität irgendwo auf der Strecke oder man braucht unheimlich viele verschiedene spezialisierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Kann man natürlich auch machen. Aber wenn man ein System hat und die sind alle wirklich super aufgestellt und die wissen genau im Schlaf, wie das funktioniert, ist das natürlich dann so die Königslösung. Ja, ich habe zum Schluss, entschuldige, wenn ich nochmal rein quatsche, aber das ist ganz nett, weil ich habe zwei Praxen und die habe ich einfach von der Anfangszeit ja noch übrig gehabt, sage ich jetzt mal so, die mit Evident gearbeitet haben. Und ich habe halt gemerkt, umso mehr Praxen es wurden, umso mehr Kunden, umso größer das Ganze. Mit Evident kannte dann auch nur noch ich mich aus, wobei ich mich auch nicht wirklich damit auskannte. Also das war schon wirklich immer ein Kampf, die Fehlerlisten zu bearbeiten, also furchtbar. Naja, und dann habe ich dann irgendwann schweres Herzens, wollte ich mich von den Praxen trennen, weil ich eben gesagt habe, das ist einfach, es ist ja auch nicht fair, wenn ich für eine Arbeit von 30 Minuten 1,5 Stunden berechne, nur weil ich die Software nicht kann und gefühlt werde ich sie nie beherrschen, weil es einfach nicht kompatibel ist mit KFO. Naja, und die zwei Praxen haben dann mir zuliebe, weil die eben nicht wechseln wollten, zu Ivoris gewechselt. Also somit haben wir, konnte ich die auch noch überzeugen. Ja, das ist auch spannend. Aber da sieht man auch mal, das ist ein ganz schöner Punkt, einfach wieder so die Beziehung auch wachsen kann, auch zu einer Firma, die quasi, an die man outsourced, wo man denkt, ah, das sind welche, die machen da jetzt irgendwas für mich oder so. Aber dass auch dort die sich irgendwann anfühlen, wie jemand, der wirklich zum Team mit dazugehört. Und das finde ich auch nochmal ein ganz schöner Punkt. Ein ganz anderes Thema nochmal, jetzt gegen Ende auch nochmal. Und zwar, jetzt haben die braven Schweizer und Österreicher jetzt alle bis zum Ende bis hierhin zugehört. Oder wenn du jetzt als Einzige oder Einziger vielleicht noch aus Österreich oder der Schweiz übrig bist, wo gibt es jetzt die Schnittstelle mit dir hier überhaupt in diesem Podcast? Und da kommt die Tamara nochmal. Wo hast du denn so Schnittstellen zum Beispiel, wo das interessant sein könnte? Ach, naja, Schnittstellen nicht direkt, aber ich habe tatsächlich Kunden aus der Schweiz und aus Österreich, die sich hier in Deutschland zusätzlich niedergelassen haben. Und das ist immer ganz nett, weil ja, das ist halt einfach, das deutsche System ist halt einfach sehr, sehr kompliziert. Und ich höre es auch immer wieder, also da gibt es ja auch keine Kick-Einstufungen oder auch kein BEMER und keine Unterscheidung zwischen Kasse und Privat, sondern die sind einfach alle privat. Und es wird eingestuft, einfach, mittelschwer. Da gibt es eine Abschlagspauschale, die der Patient monatlich zahlt und das war's. Wäre das nicht schön, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer aus Deutschland. Das sehe ich auch mal gerne meinen Patienten, wenn die sagen, oh, was muss das denn, so eine komplizierte GOZ-Rechnung oder AVL-Liste oder sonst irgendwas sein. Und Leute, es wird noch viel schlimmer, wenn jetzt die ganzen neuen Gesetze zum 01.01.23 kommen. Ich kriege ja schon immer die Panik-E-Mails, wo drin steht, ach du meine Güte, mit den Schlüsseln, wie tragen wir das denn ein? Und die sagen, ja, es wird nicht besser. Es kommt auch die Budgetierung zurück. Das wird ja auch schon von unserem Herrn Lauterbach angekündigt. Also es wird toll, das nächste Jahr. Ja, da kann man sich schon drauf freuen. Corona ist so ein Klacks. Jetzt wird es erst richtig spannend. Jetzt werden nämlich die unseriösen Konsequenzen daraus gezogen und es fangen wieder die an, über Digitalisierung zu reden, die selber noch, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht, was, die das selber nicht umsetzen, die noch ein Nokia von 1980 zu Hause rumliegen haben, aber das noch kein einziges Mal aufgeladen haben und noch nicht mal wissen, dass es nicht mehr geht. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Also es wird auf jeden Fall spannend in dem Bereich und bevor ich mich jetzt in die Politik da lasse, ihr Österreicher, ihr Schweizer, ihr habt es echt gut, ihr könnt einfach einen Preis sagen und dann geht's los. Bei der Gratis-Zahnspange, da haben wir schon so viel drüber geredet auch, da wurde so gejammert, wie die Preise sind. Ja, dann geht mal ins Ausland, was es da für Kopfpauschalen gibt, auch in Deutschland gibt es nicht so viel daran zu verdienen. In England ist es noch viel weniger, in anderen Ländern auch. Ihr seid ganz gut bedient damit und auch euer Kontrollsystem, ihr habt keine Gutachten bis jetzt und keine Stichprobenverfahren. Alles prima. Genießt die Zeit, solange ihr sie so habt, wie sie habt und meckert ein bisschen weniger, sondern freut euch einfach darüber. Es kann nur schlimmer werden. Ja, so viel hört sich fast negativ an, ganz ungewöhnlich für mich. Eigentlich macht mir das ja sehr viel Spaß in der Kieferorthopädie, aber das ist so ein Thema, das ist tatsächlich immer so ein bisschen ärgerlich. Wer sich jetzt fortbilden möchte oder wirklich was von dir lernen möchte, weil jetzt hat man hier gemerkt, das ist eine super sympathische Gesprächspartnerin, die weiß auch, was sie will, was sie kann. Wo kann man dich denn mal antreffen? Wie nimmt man Kontakt mit dir auf, wenn man sagt, so jetzt möchte ich loslegen? Naja, am besten entweder über die Webseite oder Social Media, Instagram oder Facebook. Ja.
oder einfach einen Hörer in die Hand nehmen und hier die Bürorufnummer durchwählen. Ja, sag doch mal die Webseite, die verknüpfen wir dann auch natürlich mit den Shownotes dann einmal. Die Webseite www.abrechnungsservice-kfo.de. Okay, das ist ja wirklich sehr, sehr einfach zu merken. Das ist super und das findet man dann auch schnell bei Google in der Regel. Ist ja eine schöne Domain da gesichert worden. Das ist natürlich prima. Gibt es irgendwelche Kurse oder so, wo du bist? Man kann über die Webseite Webinare buchen, ja. Also genau, ich biete Laborwebinare an BEMA, GOZ. Ich biete neuerdings auch so einen Praxischeck an. Kommt sehr gut an tatsächlich. Das buchen meistens die Inhaber selber. Und da ist es so, da gehen wir einfach mal durch die Zahlen. Also wir gucken uns die Statistiken an. Ich rufe diverse Positionen ab, damit ich dann einfach auch zeigen kann, was man da noch hätte abrechnen können, wie viel Honorar verloren geht oder einfach Statistiken. Viele wissen auch gar nicht, wo kann ich mir oder wie viele Pläne habe ich geschrieben, wie viele Erstberatungen hatte ich. Ja, da kann man einfach durch diverse Abfragen, man kann sich eigentlich sämtliches filtern. Und das ist eine Leichtigkeit, man muss halt nur wissen, wie. Das ist auch cool und das ist etwas, das vergesse ich immer gerne wieder. Dabei ist das auch in meinen Kursen immer wieder ein Thema, gerade auch in den Power Weeks und so weiter. Wenn manche wüssten, was wir alles für Statistiken machen bei uns in unseren Praxen und wie sinnvoll das ist, wie wir sicher gehen, dass wir möglichst wenig verlieren an Patienten, an Honorarvolumen und so weiter und so fort, nur durch eine sinnvolle Statistik, die wir machen. Also das finde ich eine sehr, sehr coole Idee als Einstieg auch. Die Erfahrung habe ich gemacht. Viele scheuen sich dann, jemanden wie mich direkt von Anfang an mit reinzunehmen als Arzt. Die wollen dann vielleicht erstmal eine Firma, wo sie das Gefühl haben, oh, das ist jetzt kein Kollege, der jetzt bei mir meine Zahlen sich anguckt und so ein Käse. Na, ist natürlich Blödsinn, interessiert mich doch gar nicht. Und es ist ja bei euch genauso. Bei euch geht es ja nicht darum zu sagen, oh, guck mal, was ist denn das für eine schlechte Praxis, sondern es geht darum, konkret zu helfen und da die Potenziale aufzudecken, die eigentlich fast in jeder Praxis schlummern. Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe auch, wenn ich jetzt zum Beispiel für manche Praxen, die fordern das ja auch aktiv, also Praxen, die wir betreuen, wie viele Erstberatungen hatte ich, wie viele von diesen Erstberatungen wurde tatsächlich im Plan geschrieben, wie viele, wo im Plan geschrieben worden ist, sind tatsächlich zur Behandlung gekommen. Ja, das sind so Statistiken. Und wenn ich dann teilweise die Zahlen untereinander vergleiche, dann kann ich schon sagen, okay, da muss irgendwas falsch laufen. Also was ist das? Werden die Patienten nicht hinterher telefoniert? Werden die Karteikarten einfach weggeräumt und aus den Augen, aus den Sinn? Also man kann das halt, ich sage ja, als externe Kraft kann man, das ist immer, man sieht es mit einem anderen Winkel. Also das ist, man wird betriebsblind in einer Praxis. Wenn man immer in der gleichen Praxis sich bewegt und dreht, da wird man einfach betriebsblind. Das ist so. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, gewisse Sachen auszulagern. Absolut. Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Also nicht nur alles selbst machen, so ähnlich wie bei der klassischen Delegation, was wie gesagt immer wieder ein Thema ist, gerade im Coaching-Programm, die ich habe, ist das jetzt auch wieder ein Thema, dass wir immer wieder dran hängen bleiben, dass dann doch wieder gesagt wird, oh, bevor ich es jetzt jemandem erkläre, bevor ich da jemanden reinlasse, bevor ich jetzt irgendwas organisiere, mach es doch lieber selbst. Ja, dann mach es doch selbst, dann bleibt es genauso wie vorher. Das kann gut sein, aber ich sage euch, es gibt so einen schönen Spruch, never change the running system. Das Problem ist nur, dass sich das meist zu Tode rennt und wenn man dann merkt, dass man es hätte ändern sollen, ist es zu spät. Also guckt euch das mal lieber an, geht da mal rein und schaut, welche Möglichkeiten es gibt. Liebe Tamara, vielen Dank. Ich sage danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Gerne. Mal dann, was anderes zum Montag. Absolut. Können wir gerne auch mal wieder machen und ich finde es auch mal schön, Menschen kennenzulernen, mal ein bisschen vertieft ins Gespräch zu gehen, sagten wir schon eingangs in der Vorbereitung. Auf Kongressen ist es dann oft immer so stressig und da sind dann so viele Leute und irgendwie, da ist das dann so ganz schön, einfach mal zusammenzusitzen. Und auch, ich glaube, das ist auch der Grund, warum der Podcast insgesamt so beliebt ist, nicht nur meiner, sondern das Medium allgemein. Dann kann man einfach mal auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit oder zwischendurch in ganzer Ruhe sich irgendwas anhören und bei so einem Gespräch dabei sein, als wäre man selbst live auch mit dabei und hätte vielleicht selbst die Fragen stellen. Also, liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid, egal ob aus Österreich, Indien oder Schweiz oder Deutschland.
Spannendes Thema, Abrechnung ist super wichtig, wird vielleicht auch noch spannender in den Ländern Österreich, Schweiz. In Deutschland ist es ein super zentrales Thema, gerade jetzt bei den politischen Änderungen auch einmal wieder. Bleibt also dem Podcast auch weiter gewogen und ihr wisst, was ihr zu tun habt jetzt. Daumen hoch, schreibt mir eine Nachricht, wenn ihr ein bestimmtes Thema haben wollt, über das wir hier mal wieder sprechen, und bewertet bei Spotify, Podcast, bei Apple Podcast, überall, und ja, schaltet einfach nächstes Mal wieder ein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß mit der Kieferorthopädie trotz Abrechnung.